Hey Leute, willkommen zurück zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute von DM ein paar Produkte zeigen, die mir zugeschickt wurden. Und zwar handelt es sich hierbei um thematische Produkte, die jetzt für die Jahreszeit super geeignet sind. Also sprich Gesundheitsprodukte. Und unter anderem sind hier diese Tees mit drin, die ich jetzt auch schon hingestellt habe und auch dann bestimmt seit einer Woche getestet habe, ob ich sie mag und ob ich es euch weiterempfehlen kann. Und noch ein, zwei andere Produkte sind natürlich auch dabei. Deswegen würde ich sagen, fangen wir sofort mit dem Video an, damit das nicht zu lange wird. Und da geht es um diese zwei Produkte. Und zwar sind das Energieriegel bzw. Fitness-Eiweißriegel. Und hier gab es zwei Stück in verschiedenen Sorten. Hier ist es einmal ist das der Crispy-Choco-Nuss-Geschmack mit Milchschokolade. Richtig, richtig lecker. Für die Weight Watchers, Leute, der hat auch nur 4 Punkte, was super ist. Wenn man halt nochmal lieber auf was Süßes hat, weil ein Maßriegel oder ähnliches hat, einfach mal das Doppelte bis Dreifache an Punkten. Deshalb finde ich den super gut, habe ich auch schon nachgekauft und kann ich euch nur weiterempfehlen, wenn ihr so eine kleine Nussliebhaber seid. Dann ein weiterer Riegel, der dabei war, ist der Eiweiß-Erdbeer-Kakao-Crisp-Riegel und der ist noch besser. Ich hätte es nicht gedacht, weil ich eigentlich diese künstlichen Obstgeschmäcker nicht so mag. Aber hier ist es tatsächlich so, der hat auch nur 3 Punkte für die Weight Watchers, Leute. Und kann ich euch auch nur empfehlen, weil der ist richtig lecker. Den habe ich gestern auf Arbeit gegessen und oh mein Gott. Also wenn man so einen richtigen Süßhieber hat, dann greift zu diesem hier. Der ist richtig, richtig lecker. Ich liebe Energieriegel so oder so und da bin ich auch immer auf der Suche nach etwas punktefreundlicheren Varianten, weil ihr wisst ja, ich mache Weight Watchers und da muss man halt auch ein bisschen gucken, dass die Punkte stimmen bei solchen Sachen und gerade wenn man Sport gemacht hat und danach einen Eiweißriegel haben möchte, sollte der nicht unbedingt 7 bis 8 Punkte haben, weil hier manche Riegel definitiv haben. So, dann ein weiteres Produkt, das habe ich noch nicht getestet, aber ich kenne es schon und zwar ist das ein Augentropfen mit Hyaluron-Päckchen. Ganz normale Augentropfen, die die Feuchtigkeit gerade in der Heizungsluft wieder so ein bisschen auffrischen. Ich habe sowas schon. Also ich glaube sogar genau die gleichen hatte ich schon in meiner Handtasche, weil wenn ich auf Arbeit bin und da so viel Staub ist vom Nagelfeilen, dann benutze ich die echt sehr, sehr gerne, um meinem Auge wieder Feuchtigkeit zu geben, weil es bleibt nicht aus, dass auch Staub in die Augen kommt, logischerweise. Und jetzt gerade zu dieser Jahreszeit, wo man die Heizung sehr oft anhat, finde ich das eine wirklich tolle Sache. Ist auch gar nicht so teuer. Also ich werde euch die Preise natürlich entweder unten einblenden oder in die Infobox natürlich schreiben. Und auch die Links, wo ihr das bestellen könnt bei DM. So, dann jetzt noch ein Produkt, was ich schnell abarbeiten möchte. Und zwar sind das, weil es nicht jeder ist Fan von Zusatzprodukten bzw. von Nahrungsergänzungsmitteln. Und zwar war dieses hier noch mit bei. Das Gesunde Plus, also das ist übrigens alles von das Gesunde Plus. Vitamin D Wochendepot. Also da nimmt man jede Woche eine Kapsel. Und das habe ich jetzt auch schon seit zwei Wochen getan. Ich kann ja mal gucken, was drin ist. Also es wäre jetzt die dritte Woche, wo ich das nehme. Mache ich jetzt auch gleich mit euch zusammen. Ganz einfach, sind Weichkapseln. Diese Kapseln sollen das Vitamin D, was man normalerweise von der Sonne bekommt, wieder auffüllen. Es ist einfach so, in der kälteren Jahreszeit ist einfach nicht so viel die Sonne zu sehen. Und dann kann man die hier nehmen. Man soll ja, wie gesagt, auch nur eine nehmen. Also die sind so kleine Kapseln. Ich komme mal näher ran. Das sind hier so kleine Kapseln, die sind auch weich und lassen sich super schlucken, weil die so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so eine Silky-Form drauf haben. Also für Leute, die Probleme mit Tabletten schlucken haben, das geht mit diesem definitiv. So, und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu meinen Tees, weil ich bin absoluter Tee-Fan. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich könnte auch im Sommer nur Tee trinken. Also nur ist übertrieben, aber ich liebe Tees und eigentlich vergeht kein Tag, wo ich nicht mindestens einen Tee trinke. Und da würde ich sagen, kommen wir doch mal direkt hierzu. Fangen wir an mit der Magenharmonie. Voll die Werbung so. Ah, die Magenharmonie. Nein, fangen wir an mit der Magenharmonie. Da habe ich jetzt allerdings erst 3 oder 4 Beutel von probiert, weil ich einfach keine Magenprobleme hatte. Aber, der ist so lecker, der schmeckt so leicht süßlich. Also, diese besondere harmonische Kräuterauslese, abgerundet mit leichter Schärfe von der Ingwerwurzel und der freien erfrischenden Note der Zitronenverbene, bildet eine Basis für ein gutes Magengefühl. Also dieses Produkt ist wirklich lecker und es hat so eine leichte Süße. Ich weiß nicht, was da die Süße macht, weil da ist auch noch Kümmel und Fenchel drin. So gut kenne ich mich jetzt nicht mit Tees aus, aber der ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und besser finde ich persönlich, wenn man Magenschmerzen hat, weil er besser zu trinken ist als Kamille oder Pfefferminztee, was man ja sonst immer so im Hausgebrauch hat. Also der ist sehr, sehr lecker. Den werde ich auch einfach so trinken, auch wenn ich keine Magenschmerzen habe. Gerade für den Abend, um einfach ein bisschen runterzukommen, finde ich den sehr, sehr lecker und habe ich jetzt seit 3 Tagen jeden Abend getrunken. So, das ist jetzt die Magenharmonie und die soll 5 bis 10 Minuten einwirken. Ich finde den wirklich sehr, sehr lecker und gerade für den Abend, um runterzukommen, sehr, sehr gut.
Man schmeckt ein bisschen sehr stark die Fenchel raus. Wenn man Fenchel mag, dann eher nicht so. Den Kümmel, finde ich persönlich, schmeckt man nicht so gut. Also nicht stark raus, was persönlich ich sehr, sehr gut finde, weil ich mag Kümmel nicht, noch nicht mal im Essen. So, und nun machen wir weiter mit einem Tee, den ich besonders cool finde. Den habe ich auch schon ordentlich getrunken. Also das hier ist ein Frauentee. Und bei Frauentee habe ich mir damals einen von Yogi-Tee gekauft. Der war relativ teuer. Wer Yogi-Tee kennt, weiß, dass sie nicht gerade günstig sind. Und ich habe noch einen Beutel da gehabt. Den habe ich wirklich gleich, nachdem ich den geöffnet habe, auch noch getrunken. Weil ich vergleichen wollte, ob der Frauentee mit dem vom Yogi-Tee mithalten kann. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Yogi-Tee schlechter, besser oder sonst was ist. Ich finde, das ist ein extrem guter Tube zu diesem Frauentee von Yogi-Tee. Wow, das war ganz schön viel Tee in einem Satz. Ich persönlich trinke den auch immer dann, wenn ich weiß, schreckliches Thema, wenn ich meine Frauenprobleme habe, nennen wir es mal ganz nett so, dann trinke ich den sehr, sehr gerne. Auch schon vorher, wenn ich merke, okay, jetzt fängt es an, trinke ich den richtig, richtig gerne. Also immer morgens und abends eine Tasse. Kann ich halt sagen, weil ich den Yogi-Tee schon zweimal leer gemacht habe und der relativ teuer ist, werde ich mir den hier immer und immer und immer wieder nachkaufen. Weil ich das Gefühl habe, es hilft mir wirklich, mit den Schmerzen in dieser Zeit klarzukommen. Und auch so beruhigt er mich ungemein. Also deswegen sage ich ja, ich versuche nicht zu oft, das einfach nur, weil er lecker ist, zu trinken, sondern wirklich als Heilmittel. Gott, ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu ökomäßig, aber ich liebe Tees einfach und kann euch den, wenn ihr Probleme habt, also ihr müsst halt Tees mögen und Kräutertees vor allem. Den kann ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr so ein bisschen Probleme damit habt wie ich, dass ihr den einfach schon, wenn ihr merkt, okay, in 2-3 Tagen ist es soweit, anfangt den zu trinken. Ich finde, das hat eine gute Balance für mich gefunden, dass ich nicht so starke Krämpfe kriege und ja, ich benutze ihn dafür. Ich weiß nicht, ob andere Leute ihn für was anderes benutzen. Ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn ihr mir eure Lieblingstees mal unten in die Kommentare schreiben würdet, weil ich bin immer auf der Suche nach dem ultimativen Tee, den ich den ganzen Tag trinken kann, theoretisch. Also ich liebe Grüntee, Kräutertees, habe auch schon von Mess mal diese Strawberry Cheesecake und Apfelstrudel, habe ich auch zu Hause. Die trinke ich immer wieder gerne, wenn ich so einen Heißhieb auf was Süßes habe. Also wenn ihr noch Tee-Empfehlungen für mich habt, bitte immer gerne damit in die Kommentare. Ich würde mich wahnsinnig freuen, auch ein paar neue Sachen austesten zu können. So, jetzt müsst ihr Stopp machen, wenn ihr lesen wollt, was der Tee hier empfiehlt. Also ich würde jetzt sagen, ich trinke jetzt meine Tees hier noch in Ruhe leer, mache mir dann ein Frühstück. So ihr Lieben, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es waren ein, zwei Produkte dabei, die euch selber gefallen und die ihr vielleicht nachkaufen wollt. Gerne könnt ihr mir eure Produktempfehlungen unten in die Kommentare schreiben, darüber würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen. Ich würde mich natürlich ganz doll über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat natürlich. Und wenn ihr noch nicht Abonnent meines Kanals sein solltet, auch darüber würde ich mich freuen, wenn ihr auf den Abonnier-Button unten klicken würdet. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr von mir. Und hier drüben, nicht vergessen, sind meine letzten zwei Videos verlinkt. Dann könnt ihr draufklicken und anschauen, was ich die letzten Montage so für euch gedreht habe. Dann sehen wir uns im nächsten Video hoffentlich ganz bald wieder am Montag. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Genießt das Wetter. Und bald ist die Adventszeit. Ich habe auch schon so ein, zwei Dinge vorbereitet. Also ich hoffe, ihr freut euch drauf. Bis dahin. Ciao.